Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zum neuesten Vlog. Ja, ich habe viel zu erzählen, lasst uns mal ein bisschen reden. Ja, womit fange ich an? Mit dem Aufreger des Monats und der ist diesen Monat Netflix. Jawohl, ich rede mich über Netflix auf. Warum? Das sage ich euch. Zum einen stört es mich sehr, dass man in der eigenen Liste keine Möglichkeiten hat, irgendwie zu sortieren. Das heißt, du kannst das nicht nach Erscheinungsdatum sortieren, du kannst es nicht nach nach Filmen und Serien sortieren. Du hast halt einfach eine Liste, die total wirr ist. Ne? Und zu einem Überfluss schafft Netflix es auch noch einmal die Woche, die Bilder zu ändern, sodass du gar nicht mehr weißt, kenne ich das jetzt schon, kenne ich das nicht? Habe ich das jetzt hier schon gesehen? Klar, unten hast du manchmal diesen roten Balken, aber auch nicht immer. Ne? Und wenn dann eine neue Staffel kommt, denkst du, oh, neue Staffel, aber ist gar nicht, sie haben nur das Bild verändert. Das ist schon mal das Erste, was mich da aufregt. Und das Zweite, und das ist viel, viel schlimmer, und das ist richtig, richtig schlimm. Letztes Mal irgendeine Serie drin, die hieß Mein Super Nachbar oder so. Da war dann ein Foto und da stand dann in deutscher Sprache Mein Super Nachbar. Und ich so, ah, das klingt ja interessant. Ja, spanische Serie, du klickst auf Details, siehst, es ist eine spanische Serie, siehst, wer da so mitspielt und denkst, oh ja, guck ich mir mal an. Du startest das Ganze und es ist auf spanischer, oder es ist in spanischer Sprache. Warum heißt die Serie dann Mein Neuer Nachbar? Warum nicht Min Novres Compacho oder was auch immer das dann heißt. Ich kann kein Spanisch, tut mir leid. Warum ist das so? Na, auf der anderen Seite gibt es zum Beispiel Filme wie Das Ding aus einer anderen Welt, also The Thing, das Remake. Da wird dann der spanische Titel eingeblendet. Die Tonspur ist aber auf Deutsch. Warum macht ihr das? Ich habe so viele kantonesische Serien schon angefangen zu gucken, weil ihr mir das empfohlen habt. Und das Problem ist, sobald ich einmal das drauf oder einmal draufgeklickt habe, kommt das ja wieder, immer wieder. Das heißt, einmal draufgeklickt, sehe ich die nächsten 17 kantonesischen Serien in meinen Empfehlungen. Obwohl ich die Daumen runtergedrückt habe und gesagt habe, ich will so eine Scheiße nicht sehen. Die Serie kann ja toll sein. Und das ist ja sogar das Problem. Ich zerballer mir ja sogar meinen Algorithmus damit. Nicht nur, dass ich dann diese kantonesischen Serien angezeigt bekomme. Wenn ich dann den Daumen runtergebe, kriege ich vielleicht andere spannende, düstere, aufregende Serien nicht mehr zu sehen. Weil der Algorithmus denkt, oh, dem gefällt sowas Aufregendes nicht. Dabei liegt es nur an der Sprache. Und das kotzt mich einfach derbe an, dass ihr es nicht hinkriegt, in diesem Fenster, wo die Details stehen, einfach die Sprache, die verfügbar ist, mit reinzuschreiben. Das kann nicht so schwer sein. Oder übersetzt einfach alle Serien. Ich habe kein Problem damit, wenn eine Serie auf Englisch ist. Das stört mich nicht. Na, aber ich spreche kein Kantonesisch, ich spreche kein Spanisch, ich spreche kein was weiß ich nicht was. Chinesisch und so auch nicht. Obwohl, das dürfte ja Kantonesisch sein im Zweifelsfall. Na, kein Japanisch, kein gar nichts. Das spreche ich alles nicht. Und das nervt mich einfach ungemein, wenn man sich das immer reinpfeifen muss. Na, und dann sich den Algorithmus total zerschießt dadurch. Lasst das bleiben, ändert das, kleine Änderungen, einfach sagen, hier, zack, das ist in den Sprachen verfügbar oder sorgt dafür, dass ich am Anfang einstellen kann, welche Sachen ich sehen möchte. Das fehlt nämlich auch. Ihr habt ja überhaupt keine Möglichkeiten, alles zu finden auf Netflix und das regt mich derbe auf, das ist unnötig. Jetzt bin ich schon auf 180 und wir haben den Vlog gerade erst angefangen. Vielleicht sollte ich das zukünftig eher ans Ende machen oder irgendwie so in die Mitte oder so. Egal. Egal. Ich komme schon wieder runter, keine Sorge, denn ich habe jetzt was Tolles für euch, den Pop des Monats. Bau, da ist er schon. Na, und den besitze ich nur in dieser OOB-Variante und leicht eingestaubt. Puh. Habt ihr die Wolke gesehen? Das war jetzt ein bisschen die Magie. Na, wahrscheinlich kam keine Wolke, war dann doch zu wenig Staub. Geht noch mit dem Staub hier, zumindest in höheren Höhen. Unten wollt ihr nicht sehen. Ja, Pop des Monats, und zwar Sorcerer Mickey auf dem Stein. Mit der schönen Welle da hinten. Na, hier unten muss irgendwo Ariel sein, die da gerade von... Ne? Finde ich super toll, gefällt mir richtig, richtig gut. Ist einer der schönsten Movie-Moments, den es gibt. Und Phantasia ist ja auch so ein Film. Ich meine damit nicht den Phantasia 2000, sondern den alten. Also die Macher von Disney, die müssen doch damals echt auf LSD gewesen sein, oder? Kann ich mir anders nicht erklären, weil dieser Film ist wirklich schräg. Also wirklich, wirklich schräg. Das ist der abgefahrenste Film von Disney, der je rausgekommen ist. Und das ist ja eher so ein Musikfilm, ne? Aber das ist der Wahnsinn. Also was da passiert, zieht ihn euch mal wieder rein, wenn ihr Bock habt. Aber auf jeden Fall diesen Pop solltet ihr haben. Ich weiß nicht, ob es den überhaupt noch zu kaufen gibt irgendwo. Ich befürchte fast nein. Ne? Also Drittmarkt für euch, ne? Funko-Verkaufskiste, Ebay. Da werdet ihr vielleicht fündig. Ich bin froh, dass ich ihn hab. Ist ein Fangeschenk gewesen und ich freue mich, dass der da ist. Der kommt da auch oben wieder hin, da oben, da ist die Lücke. Da kommt er wieder rein. Ja, also Pop des Monats, was sehr schönes, Mickey Maus. Mickey! Ja, sehr schön. Machen wir weiter? Ja, wir machen weiter. Und zwar machen wir das Unboxing im Vlog. Ja, wir machen jetzt ein Unboxing im Vlog. Warum? Ja, Werbung, Werbung. Na, da unten steht sowieso, na, Dauerwerbesendung. Wir machen Silent Mike Künstlerbox von Februar. Ja,
Die Märzbox ist übrigens ausverkauft, aber wenn ihr Bock habt, könnt ihr bei mir noch eine Februarbox kriegen, weil diese Box habe ich noch vollständig zur Verfügung hier. Kostet 32 Euro inklusive Versand. Na, kommt dann zu euch, zwei Stück sind noch da. Wenn ihr also eine Februarbox noch haben wollt, meldet euch. Ansonsten könnt ihr jetzt die Aprilbox schon vorbestellen oder ich mache eine Harley and the Jay Extra Box. Auch da könnt ihr zugreifen. Die Harley and the Jay Extra Box ist mit einem schönen T-Shirt auf jeden Fall und wird kosten 35 Euro. Mitte April wird das verschickt und könnt ihr jetzt vorbestellen, ne, und dann wisst ihr Bescheid. Und wir machen jetzt Unboxing. Unboxing. Oh, Unboxing-Time. Ich mache das aber mal relativ schnell. Das erste Item in der Februar Silent Mike Box ist gewesen das AC/DC Funky Glas. Jawohl, ihr seht hier schon, ne, er trägt die Schuluniform. Das passt auf jeden Fall, ihr erkennt ihn sofort. Na, und die Gläser haben bei mir ja immer Musik als Vorlage im Prinzip und immer Funky. Und hier ist Funky halt, na, als Angus Young in seiner Schuluniform. Na, ist ein schönes Glas, sehr stabil, na, Spülmaschinen geeignet. Das hast du nicht oft bei Nerdgläsern. So, das zweite Item. Das ist ein Jutebeutel. Ein Jutebeutel. Na, und kann ich schon mal sagen, dieses Motiv gibt es unter anderem auch bei Loot Store als T-Shirt-Motiv. Das ist der Shopping Thrall. Ja, ein kleiner Witz von mir, ein kleiner Witz. Na, ihr kennt die Shopping Mall, hier ist der Shopping Thrall. Na, er hat eingekauft bei ganz vielen neuen Firmen, die ich erfunden habe. Extra für diesen Gryphons und Horde. Na, ihr kennt die Schriftzüge, dann hier noch so ein Pandarenladen. Das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, das zu machen. Na, also ein Jutebeutel. Der ist schön, da könnt ihr mit einkaufen gehen und dann habt ihr den Shopping Thrall immer dabei. Feine Sache. Was haben wir noch in der Box? So, wir haben natürlich... Was ist denn das hier? Wir haben hier natürlich, ja, in diesem Fall habe ich hier mal zwei Chupa Chups drin. Es ist natürlich immer was zum Naschen mit in der Box, ne? Davon könnt ihr ausgehen. Na, also ihr kriegt immer was fürs leibliche Wohl mit dazu. Na, inzwischen habe ich meistens sogar einen Schokoriegel mit dabei. Da habe ich aber jetzt von diesem keinen übrig, der da drin war. Deswegen müsste ich da mal neu besorgen für euch. Dann gab es die hier. Ja, das sind eigentlich Kühlschrankmagnete, aber man kann die auch gut als Untersetzer benutzen. Ne? Ihr seht schon, das Glas passt da hervorragend drauf. Ne? Ist perfekt sozusagen. Ne? Und wenn ihr einen magnetischen Tisch habt, dann rutscht das euch nicht mal weg. Ne? Kühlschrankmagnete oder Untersetzer, wie ihr wollt. Und zwar ist das die zweite Serie von diesen hier. Ne? Ich sag nur Zombie-Apokalypse. Ne? Und ihr seht schon, wir haben einmal den Kollegen mit dem Jill Sandwich, und er hat sogar ein Sandwich hier, das Jill Sandwich. Na, ist ein kleiner Insider-Gag. Und wir haben natürlich den Kollegen hier, na, Stars, sag ich nur, mit einer Railgun oder Chaingun, wie ihr die auch immer nennen wollt. Na, auch ein feines Ding. Die kommen ganz cool. Ja, die kommen ganz cool. Kühlschrankmagneten. Könnt ihr euch einen Kühlschrank machen oder woanders hin. So, dann haben wir hier drinnen noch einen Pizza Time Aufkleber von einer Schildkröte, die gerade eine Pizza futtert und ein lilanes Bandana trägt. Kommt euch vielleicht bekannt vor. Ja, ist ein großer Aufkleber. Bin gespannt, wo man den dann später wiederfindet. Ne, so große Aufkleber, ich glaube, die meisten Leute sammeln den tatsächlich in so einem Album. Ne? Aber das ist halt ein schöner großer Aufkleber. Ich finde den super. Schaut mal, die Pizza ist auch schön gelungen. Da habe ich lange dran gesessen, um das Verhältnis von Tomatensauce Käse hinzukriegen. Ich sage euch das. Na, und zu guter Letzt, das ist dann schon das letzte Item aus dieser Box. Jawohl. Na, kommt im Karton, wie sich das gehört. Wir haben, ja, den Kollegen kennt ihr auch. Das ist der größte Schnipser, den es gibt auf der Welt. Ne? Mit einem Schnipp ist die Hälfte weg. Und der hat seine Rüstung an den Nagel gehängt und hat da eine Scarecrow draus gemacht. Auch das hat mir unheimlich viel Spaß gemacht, das zu zeichnen. Ich hoffe, der Goldeffekt kommt ganz gut rüber. Ne? Ist halt auch ziemlich witzig. Ne, recht simpel, aber schon schön. Ne? Ich finde den super. Gefällt mir sehr gut. So, und das ist die Februarbox. Also wenn ihr diese Sachen hier haben wollt, ne, alle zusammen, dann könnt ihr das gerne noch kriegen. Ne, könnt ihr dann bestellen bei mir. 32 Euro kostet das inklusive versicherten Versand über DHL. Ne, und dann geht das los. Oder ihr bestellt halt die Aprilbox vor. Die kostet auch 32 Euro inklusive Versand und enthält so 5 bis 6 Items, die ich selber gestaltet habe. Na, da wird es dann teilweise um Autos gehen im April, glaube ich. Ja, um Autos. Ich habe ein bisschen was geplant für Autos. Und ein T-Shirt ist drin im April. Oder ihr bestellt die Harley und The J-Box. Die ist dann auch 35 Euro inklusive Versand. Da ist auch ein schönes T-Shirt drin mit Harley Quinn vorne drauf. Na, da könnt ihr auch euren Spaß dran haben. Na, eine feine Sache. Gut, machen wir einfach mal weiter. Ja, was haben wir als nächstes? Genau. Kommen wir zum Let's Taste Part. Ich habe es versprochen. Der Erbsendrink. Ich habe ihn schon mal aufgemacht. Oh, riecht aber schon echt erbsig.
Oder ist auch... Schaut euch das mal an, wie zähflüssig der ist. Das kippt sich voll... Guck mal, schaut mal, achtet mal drauf, wie das beim Kippen... Oh, das ist schon komisch. Na gut, wir werden das probieren. Riechen tut das schon mal so, dass ich sage, nicht so lecker. Ja, gut, auf euer Wohl. Bäh. Boah, man soll das benutzen als leckeres Getränk? Nee, Kinder, niemals. Für Kaffee oder Tee? Ja, wenn ihr euch den Tee oder Kaffee versauen wollt. Zum Müsli? Ja, wenn ihr euch das Müsli versauen wollt. Zur Zubereitung von Speisen. Ich glaube, da kann das funktionieren, wenn ihr irgendeinen Milchersatz braucht für irgendeine Mahlzeit und halt laktoseintolerant seid und unbedingt vegan leben wollt, dann ist das sicherlich eine Alternative. Aber da muss ich ganz ehrlich sagen, da gefallen mir sämtliche Hafer- und Mandeldrinks tausendmal besser. Das Zeug ist ziemlich fies. Also es schmeckt wirklich nach Erbse im Nachgang und das kann man einfach in den meisten Fällen nicht gebrauchen. Vielleicht für eine Erbsensuppe, dass ihr das dann reinkippt, dann habt ihr eine sahnige Erbsensuppe, wenn man das dann will. Obwohl Erbsensuppe muss stampendick sein. Mir sagt das gar nicht zu, ich finde das Unsinn. Und das ist halt einfach auch viel zu teuer. Dann holt euch lieber einen Haferdrink oder einen Mandeldrink oder sowas, anstatt das hier. Vor allen Dingen, das Zeug ist zuckerfrei, ne, und hat aber trotzdem noch genauso viele Kilokalorien wie eine Coca-Cola. Ja, klar, es sind halt Fette drin und alles, ne, aber auch Kohlenhydrate und was nicht alles, das ist, Nee, lieber nicht. Also, lieber nicht. Lasst das bleiben. Und wenn ihr die Degusta-Box hattet und das Zeug, überlegt euch das gut. Es ist wirklich eine harte Sache. Vielleicht mögt ihr das, aber ich weiß nicht, wenn man da noch eine Tonne Zucker reinkippt vielleicht, aber... Bäh. Nee, mir sagt das gar nicht zu. Ich kann da nicht drauf. Das gefällt mir gar nicht. Machen wir weiter mit dem Kinotipp. Ja, der Kinotipp ist für den 27.02. Da kommt nämlich Der Unsichtbare ins Kino. Ja, und ihr erinnert euch, es gab den Plan, ein Dark Universe zu starten. Na, das haben sie schon mal versucht mit diesem Dracula-Film, Dracula Untold. Hat nicht funktioniert. Dann haben sie es versucht mit Die Mumie, mit Tom Cruise und Russell Crowe. Hat nicht funktioniert. Jetzt machen sie noch wieder was Neues, geben das aber scheinbar, ich glaube, die geben das zu Blumhouse oder so, aber sie geben es auf jeden Fall an ein kleineres Studio, das dann im Prinzip da dran rumwerkelt und der Film wird auch ein ganzes Stück kleiner. Ich glaube, den habe ich sogar genannt auf meiner Top 13, auf einer von den zwei Top 13s für die Filme 2020, die interessant sind. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber das Ding könnte interessant werden. Ich mochte den Unsichtbaren schon immer. Ich fand den Klassiker geil, ich fand die Fernsehserie damals geil, ich fand den Chevy Chase Film geil, die lag auf meinen Unsichtbaren. Und ich fand natürlich auch auf jeden Fall den Hollow Man ganz geil. Ja, ich mag den. Ist ein Guilty Pleasure Film für mich. Na, und unsichtbare Leute sind immer interessant. Die Spezialeffekte sind meistens interessant. Und dementsprechend freue ich mich, diesen Film zu sehen. Es wird, wie gesagt, ein etwas kleinerer Film. Eher so eine Kriminalgeschichte. Und ich glaube, das steht dem Ganzen ganz gut. Und wenn sie dann darauf aufbauend halt ihre weiteren Filme machen, ohne dass sie so ein Dark Universe machen, das muss nämlich echt nicht sein. Das brauchen wir auch nicht. Warum muss das alles zusammenspielen? Warum muss irgendwann dann der Dracula gegen den Frankenstein antreten und Frankensteins Monster, das ist alles Quatsch. Das lassen wir also. Von daher, lass das bleiben. Wir gucken uns Der Unsichtbare an und freuen uns. Ich hoffe, der Film wird gut. Ich empfehle ihn euch, trotz alledem ich ihn noch nicht gesehen habe. Kommen wir zum nächsten Thema. Rewatched. Ja, ich habe mir einen Film nochmal angeguckt, nach langen, langen Jahren. Und das ist ein Film, den ich total vergessen hatte. Ich sage euch das. Es geht um den Film The Core. So, worum geht's in dem Film? Es geht darum, dass komische Wetterphänomene passieren. Und die dann rausfinden, dass das deswegen passiert, weil der Kern der Erde aufgehört hat, sich zu drehen und wir in eine riesengroße Katastrophe wandern deswegen. Ja, und die Erde wird untergehen. Und es gibt nur eine Chance, und zwar, dass Aaron Eckhart und Hilary Swank zusammen in einer Rakete sozusagen in die Erde geschossen werden und den Kern durch Atombomben wieder zum Laufen bringen. Klingt verrückt, könnte Emmerich sein, ist aber nicht Emmerich. Na, sondern ist jemand anders, wo ich jetzt gar nicht weiß, wer. Es ist auch nicht Bay, aber es ist ein Film in der Machart von diesen Leuten. Na, also damals auf der Welle von Armageddon so ein bisschen mitgeschwommen und ein bisschen in Vergessenheit geraten. Wie gesagt, ich habe den Film komplett vergessen gehabt und habe den letzt bei, ich glaube, Amazon Prime wiedergefunden oder bei Netflix, ich weiß nicht genau. Und habe dann gesagt, den musst du unbedingt mal wieder gucken. Und ich habe es nicht bereut. Also er hat immer noch unheimlich viel Spaß gemacht. Klar, ist viel Pathos drin, na, aber es ist auch viel Humor drin, ein bisschen Sci-Fi-Bubble ist drin. Ja, und das ganze Szenario ist, ja, ist das unrealistisch? Ich weiß es gar nicht. Aber es ist auf jeden Fall ein Film, den man sich mal wieder angucken kann. Und wenn man ihn noch gar nicht kennt, dann auf jeden Fall mal. Ihr werdet da viel Spaß dran haben. Ist so ein typischer 90er Jahre superlativen Actionfilm im Prinzip mit Sci-Fi-Elementen. Also ich fand den toll. Ich mag ja auch Katastrophenfilme und das gehört mit dazu.
Na, von daher ist das für mich ein absolut geiler Film und ich freue mich, dass ich ihn wiedergefunden habe und wieder mal gesehen habe. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Also, na, kann ich euch nur empfehlen. Wenn ihr Bock habt, schaut ihn euch an. Kommen wir zu den Collecti-News. Ja, die Neuigkeiten über Sammlerstücke. Es war ja die New York Toy Fair jetzt gerade, oder sie läuft gerade sogar noch. Ich weiß gar nicht. Oder ist sie gerade vorbei? Auf jeden Fall gab es da unheimlich viel Zeug zu sehen. Und eine Sache hat mich besonders fasziniert. Das zeige ich euch mal hier. Defenders of the Earth. Jawohl. Mit Lothar, Mandrakes, mit Flash Gordon, Ming und dem Phantom. Richtig geil. Ich finde die Wahnsinn, das ist der Wahnsinn, das kommt von Nika. Und ich hätte nie gedacht, dass wir dazu jemals nochmal Spielzeug sehen werden oder Collectibles oder was auch immer. Na, ist eine klassische Serie damals, allein schon wegen Flash Gordon, den ich ja sehr verehre. Und Flash Gordon ist einer meiner Lieblingsfilme und eine meiner ersten Actionfiguren damals war eine Flash Gordon-Figur. Dementsprechend ist das für mich, hat einen Platz in meinem Herzen. Auch die Fernsehserie hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und dass da Figuren kommen, ist der Wahnsinn. Und ich hoffe, dass ich sie euch irgendwann zeigen kann. Wir werden mal sehen, vielleicht ist das möglich. Na, aber jetzt habt ihr hier erstmal das erste Bild davon. Toll, ganz, ganz toll. Es gab auch noch andere schöne News. Es gab neue Toonie Terrors wurden angekündigt. Viele, viele Sachen zu Ghostbusters wurden gezeigt. Na, so eine neue Reihe von Nika, die irgendwie Toonie Classics heißen wird, wo dann sowas wie Bill und Ted rauskommt, aber die sehen furchtbar aus, habe ich festgestellt. Also es ist ein bisschen was kommt und von daher eine feine Sache. Und aber die hier, Defenders, das war auf jeden Fall für mich eins der Highlights, weil das ist für mich was Besonderes. Die Ghostbusters sind toll, aber das ist was wirklich Besonderes. Von daher freue ich mich sehr, dass die kommen. Wie war denn die Spielwarenmesse, fragt ihr euch jetzt? Ja, und zwar nicht die Toy Fair in New York, sondern die Spielwarenmesse in Nürnberg. Da war ich ja auch, das habt ihr sicherlich schon mitgekriegt. Wer auf dem Kanal unterwegs ist, kriegt das mit, denn ich habe, glaube ich, 11 oder 12 Videos gemacht. Damit habe ich wahrscheinlich die umfangreichste Präsentation von Dingen von der Spielwarenmesse gemacht, die es überhaupt gab im Internet. Ich glaube, sonst hat keiner so viel berichtet. Ich habe euch die Bud Spencer und Terence Hill Figuren gezeigt von Okidoki Dice. Ich habe euch von Iron Studios die coolen Figuren gezeigt, unter anderem die Minicos und die Iron Studio Figuren. Ich habe Barbie Pure Arts und habe euch diese wunderbaren Figuren von Tekken gezeigt, ne, und von den Stormtrooper und von Dark Souls. Ich war überall. Ich habe bei Abby Style war ich und habe euch die Figuren gezeigt, die sie da hatten. Also es war halt einfach ein Wahnsinn und es hat einfach unheimlich viel Spaß gemacht und ich werde nächstes Jahr auf jeden Fall auch hingehen und euch wieder viel Berichterstattung präsentieren. Ja, soweit zur Spielwarenmesse. Kommen wir zu euren Fragen. Ja, ihr habt mich Fragen gefragt, aber nicht sehr viele dieses Mal. Ich habe leider letztes Mal nicht verbal darauf hingewiesen. Also bitte schickt mir eure Fragen, ne? Nur dann kann ich Sachen für euch beantworten. Diese Frage ist schon ein bisschen älter, denn ich habe sie beim letzten Mal nämlich vergessen. Und zwar von Crazy F. Welches deiner eigenen Designs ist dein Lieblingsmotiv und mit welchem warst du in deinen Augen am wenigsten zufrieden? So, dazu muss man erstmal sagen, als Künstler ist man immer selbst der eigene größte Kritiker. Ja, das ist so. Man ist nie zufrieden mit den Sachen, die man macht. Aber tatsächlich gab es so eine Grafik, wo ich sage, da habe ich, glaube ich, so ein bisschen einen Fehler gemacht von Anfang an. Ne? Denn ich habe, da geht es um den Gandalf vor dem Kühlschrank. Ne? You shall not snack. Das Motiv an sich ist ganz gut, aber die Umsetzung ist ein bisschen mittelmäßig gelungen bei mir. Also ich habe einfach einen zu dicken Stift benutzt. Ja, und dadurch sieht das Ganze halt sehr, 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 sehr dick aus von den Outlines her. Und das ist eigentlich ein Fehler. Da hätte ich viel filigraner arbeiten müssen. Dann wäre das besser gewesen. Das Motiv ist schön, klar, keine Frage, aber es hätte besser sein können. Und das ist so ein Motiv, wo ich sage, eher nicht so. Ja, das Motiv, das mir momentan am besten gefällt, glaube ich, ist so ziemlich der Meme King. Da habe ich sehr viel Spaß dran gehabt. Das hat eine tolle Farbkombination, ne, mit dem Grün, dem Braun und dem Orange im Hintergrund und der Sonne. Na, das ist ein schönes Motiv, da habe ich auf jeden Fall sehr viel Spaß dran gehabt, das zu kreieren. Und denke mal, das dürfte momentan eins meiner Lieblingsmotive sein. Aber ich habe viele Lieblingsmotive. Mir fallen zwar jetzt gerade keine ein, aber es gibt ein paar Motive, wo ich sehr, sehr stolz drauf bin tatsächlich. Na, aber das Meme King war auf jeden Fall eins davon. Und ich glaube, das T-Shirt, das jetzt demnächst in der Harley and the J-Box kommt, wird auch eins meiner Lieblinge. Da hat mir die Skizze schon sehr, sehr gut gefallen, die ich bis jetzt gemacht habe. Mal sehen, ob die Umsetzung da auch hinhaut. El Steivos fragt, zeichnest du am Anfang mit Hand und dann nochmal am PC? Ja, technisch gesehen schon. Ja, tatsächlich doodle und skizziere ich viel erstmal auf Papier und setze es dann nochmal am PC um. Kommt aber auch vor, dass ich halt direkt am PC anfange. Aber in den meisten Fällen sitze ich halt abends da und überlege, was kannst du machen und mache dann schon mal so 3, 4, 5, 6, 7 Zeichnungen, so kleine, ne, und suche mir dann das raus, was mir am besten gefällt, um halt eine Pose zu finden oder so, ne, oder eine Gestik oder sowas. Oder halt den Style, der für diese Grafik am besten passt. Das kann halt, passiert eigentlich alles am Papier. Ne, oder auch so neue Kreaturen, die ich kreiere, das
läuft halt einfach so nebenbei. Man guckt irgendwie was oder macht irgendwie Facebook und doodelt so ein bisschen und überlegt, was kann man machen, und dann hat man halt eine neue Skizze. Meistens ist es so. Also ich skizziere fast alles auf Papier vor. Tatsächlich sind die Skizzen aber meistens völlig unbrauchbar für andere Leute, denn ich mache die auf der Rückseite von diesen Versandlabels. Wenn du bei DHL so ein Versandlabel ausdruckst, kommen immer so zwei Hälften raus. Die eine Hälfte musst du abschneiden und aufs Paket kleben. Die andere Hälfte ist für deine Unterlagen, und auf die Rückseite kommt immer alles drauf. Ja, aber man soll ja kein Papier verschwenden. Ich bin noch in so einer Generation groß geworden, wo man versucht, nicht so viel zu verschwenden. Ist halt so. Aber es ist tatsächlich so. Ich zeichne viel erstmal mit Hand vor. Also gut, die PC-Zeichnungen sind auch mit Hand, aber ich mach's erstmal auf Papier. Ja. Heffalom86 fragt, könntest du dir vorstellen, deine Funko-Sammlung aufzulösen bzw. sie auf 5 bis 10 zu reduzieren, und welche wären das? Ja, könnte ich mir gut vorstellen, tatsächlich. Also bei den Funko-Pops ist es tatsächlich so, dass die schön sind, ne, aber man sich irgendwann auch ein bisschen satt sieht und einfach die Flut an Dingen, die da kommt, halt einfach so überwältigend ist, dass man da kaum noch hinterherkommt und viel besser wieder drauf ist, wenn man ein bisschen was verkauft hat und sagt, so, jetzt habe ich wieder ein bisschen Platz und jetzt kann ich wieder so ein bisschen definieren, die Sammlung weiter definieren. Ja, ich bin eh kein Komplettist, mir ist das nicht wichtig, alle Charaktere zu haben, und dementsprechend kommt so einiges weg. Jetzt gerade momentan löse ich einen großen Teil meiner Overwatch-Sammlung auf. Ja, woran mir am Herzen liegt, ist tatsächlich eigentlich am ehesten Masters of the Universe. Ich glaube, die würden da bleiben. Aber wartet mal ab, vielleicht kommt demnächst noch eine Top 13 meiner Lieblingspops. Dann werdet ihr sowieso hören, welche das sind. Aber mehr verrate ich jetzt nicht. Aber Masters ist auf jeden Fall was, wo ich ungern beigehe. Wo ich sage, die bleiben eigentlich. Das wird auch wahrscheinlich am Ende bleiben. Selbst wenn alles andere weg ist, werden die Masters-Dinger bleiben. Das ist einfach meine Kindheit. So, kommen wir zum Social-Media-Stuff. Ja, ich habe 3.500 auf YouTube erreicht. Das ist schön, dankeschön. Ne? Aber hört nicht auf. Gebt mir unbedingt euer Abo, wenn ihr noch keins habt. Redet über den Kanal. Sprecht mit anderen Leuten, dass die auch noch den Kanal abonnieren. Ich brauche neue Abonnenten. Unbedingt. Bei Instagram hat es mit den 1.000 ja schon wieder nicht geklappt. Dann waren wir auf 1.000, dann waren wir drunter, dann waren wir auf 1.000, dann waren wir drunter. Jetzt sind wir wieder einiges drunter. Ich glaube, es sind noch 996. Also kann ich machen, was ich will. Ich kriege die 1.000 nicht zusammen, aber das Giveaway kommt. Ich habe es euch versprochen, es wird kommen. Es wird was Schönes geben. Auf jeden Fall irgendwie so ein paar Silent Mike Items und ein Pop oder so. Oder vielleicht auch eine andere Actionfigur. Ich muss mal gucken, was ich da anbieten kann. Auf jeden Fall werde ich ein Giveaway machen. Das wird auch nicht mehr lange auf sich warten lassen. Im April dürfte es dann soweit sein. Also haltet die Augen offen. Ja, gut. Und dann kommen wir jetzt noch zum Ende. Ja, ich habe noch ein paar Sachen. Ich möchte euch zeigen, was in den nächsten Wochen und Monaten auf dem YouTube-Kanal erscheint. Und zwar wird es eine Comic-Review geben. Ja, zu Monster Allergy. Das ist etwas, in das ich mich sehr stark reinverliebt habe, wo ich aber nie dazu komme, die Review zu machen, weil ich dem unbedingt, ich will dem gerecht werden. Und deswegen soll die Review gut werden. Na, und deswegen schiebe ich die immer wieder vor mich her. Aber demnächst ist es soweit. Es kommt eine Review zu Monster Allergy. Dann gibt es weitere Brickheads. Und zwar unter anderem an Ostern werdet ihr den Osterhasen sehen. Könnt ihr euch drauf freuen. Ich habe ein Funkoverse-Spiel mitbekommen, das ich mit mir selber spielen werde demnächst. Ja, wie das vonstatten geht, könnt ihr euch auch schon mal drüber freuen. Dann wird es natürlich geben Transformers More Than Meets the Eyes. Ja, ich habe noch reichlich Transformer zum Zeigen von Hasbro. Na, auch da wird es weitergehen. Und ganz neu auf dem Kanal, und da freue ich mich sehr drauf, demnächst My Hero Academia-Figuren von Abby Style. Das ist die SFC Super Figure Collection. Und ich habe hier die Exclusive-Varianten in Metallic bekommen. Und da werdet ihr euch demnächst auch drauf freuen können, wenn die auf den Kanal kommen. Also, es ist einiges geplant. Viele, viele Reviews. Natürlich auch weiterhin alle Unboxings, die ihr kennt. Na, und mal sehen, was ich sonst noch so aus dem Hut ziehen kann. Na, bis dahin bin ich raus. Ich wünsche euch noch einen wunderbaren Tag. Denkt dran, Abo unbedingt, na, und weiter verteilen den Kanal. Benachrichtigungsglocke drücken, Kommentare, drückt mir ein paar Fragen rein. Na, oder sagt mir auch, was ihr gerne sehen wollt auf dem Kanal. Na, schaltet wieder an, und habe ich noch irgendwas vergessen? Daumen! Ja, dann bin ich jetzt raus. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß. Habe ich, glaube ich, schon mal gesagt, oder? Ich wiederhole mich da immer. Komisch. Na, aber machen wir das einfach so. Bis dahin. Tschüss.